Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wir sind gestern noch in Broome angekommen, hatten da aber nicht mehr gefilmt, weil es schon Nachmittag war und wir irgendwie nichts Spannendes gemacht haben. Wir waren nur noch in der Bücherei und haben ein paar Sachen aufgeladen, Internet genutzt und sind dann abends noch spontan zu einem Campingplatz gefahren, kostenpflichtigen, weil es keinen kostenlosen hier in der Nähe gab. Haben $30 bezahlt. Wir waren irgendwie überhaupt nicht begeistert. Das war, glaube ich, so mit der schlechteste Campingplatz, auf dem wir bisher waren, aber es war der günstigste. Und wir sind jetzt weiter gefahren, also es ist jetzt gerade morgens, und sind gerade vom Campingplatz runtergefahren. Der Hausmeister hat mir noch eine Handynummer von einem Mechaniker gegeben, weil wir uns eigentlich hier nochmal gern das Auto durchchecken lassen wollten. Also einfach nur gucken, ob irgendwas mit dem Auto ist. Bevor wir jetzt noch bis nach Darwin fahren, weil von Darwin aus wollten wir dann durchs Outback, und wenn da irgendwas passiert, ist halt doof. Deswegen wollen wir halt wissen, ob irgendwas mit dem Auto ist, ob wir was machen lassen müssen oder halt nicht. Vorhin in die Werkstatt gefahren. Wir lassen jetzt einen Service machen und lassen noch mal ein paar Sachen angucken, die uns stören. Die Frau von der Werkstatt hat uns jetzt noch zur Library gebracht, damit wir nicht da direkt bei der Werkstatt warten müssen. Weil es irgendwo im Industriegebiet ist, wo nichts ist. Das sind, glaube ich, 5 Kilometer weit weg. Ja, richtig nett, das hatten wir noch nie. Bis sie uns dann hier hinfahren, holt uns auch wieder ab. Genau, die holt uns dann gleich ab und mal gucken, was da mit dem Auto ist. Wir sind hier gerade in einem Outdoor-Kino. Hier kann man halt ganz normale Kinofilme gucken, aber halt mit der Leinwand draußen. Das finden wir ganz schön. Aber kostet $17 Eintritt und das, glaube ich, nur abends. So, wir haben jetzt doch nicht mehr so viel gefilmt vom heutigen Tag, weil wir jetzt irgendwie nichts mehr erlebt haben. Wir wollten heute ja eigentlich zum Cable Beach und Chinatown sehen, das haben wir sogar geschafft. Aber wir hatten um 11 unser Auto abgegeben, dachten, also uns wurde gesagt, es dauert eine Stunde. Und hat keine Stunde gedauert, es ist jetzt 16.10 Uhr. Wir sitzen hier immer noch und warten aufs Auto in der Stadt und konnten halt nichts machen. Der Cable Beach ist halt mehrere Kilometer entfernt, da hätten wir mit dem Auto hinfahren müssen. Und jetzt können wir noch eine Nacht im Broome bleiben, die uns dann $40 kosten wird. Und deswegen ist die Stimmung gerade so ein bisschen down. Also es ärgert uns halt, wir hätten heute viel machen können und wären dann weitergefahren, wieder auf dem Free Camp. Und jetzt müssen wir halt Autoreparatur bezahlen und dann nochmal on top dann eine Nacht irgendwo auf dem Campingplatz, weil es jetzt halt noch zu spät wird, um weiterzufahren. Guten Morgen. Wir haben uns gestern nicht mehr gemeldet, weil wir irgendwie ziemlich kaputt waren. Weil wir den ganzen Tag dann in der Stadt rumgegammelt haben und einfach nichts gemacht haben, so wirklich. Und dann wurden wir erst um kurz vor 6 dann von der Autowerkstatt angerufen und abgeholt, sind dann dahin gefahren. Und dann hat sich herausgestellt, dass wir neue Reifen brauchen, weil unsere Reifen ja ziemlich abgenutzt sind. Und uns wurde gesagt, dass wir heute, also den Tag danach, dann quasi wiederkommen können, weil die zufälligerweise Jeep-Reifen haben für $70 pro Stück. Also das wäre voll in Ordnung gewesen. Wäre es, aber wir sind dann heute Morgen, also wir mussten dann gestern Abend uns dann noch spontan im Campingplatz einbuchen, weil ging ja nicht anders. Es war dann schon spät und wir hatten so Glück, dass wir noch einen bekommen haben. Dann haben wir $45 bezahlt, also noch mehr als wir gedacht haben pro Nacht, und hatten davon gar nichts. Wir mussten dann heute Morgen gleich wieder raus, weil wir um 8 dann direkt da sein sollten wegen den neuen Reifen. Sind dann eben hingefahren und dann hat sich herausgestellt, dass er sich vertan hatte und die doch keine Reifen mehr auf Lager haben. Doch, die hatten noch welche, aber dann für $200 pro Reifen. Und das ist halt viel zu viel Geld, das machen wir nicht. Also wir sind jetzt noch zum Cable Beach gerade gefahren, gucken uns den jetzt mal an. Und ich denke, wir werden Broome dann heute auch verlassen, waren ja dann doch länger hier als geplant. Someone
Wir dachten ja eigentlich, dass wir nur in der Woche da sind und hatten aber gesehen, dass am Wochenende hier mal so ein Farmers Market ist, der ziemlich schön sein soll in einem alten Gerichtsgebäude und vor dem Gerichtsgebäude glaube ich auch. Und da sind wir gerade auf dem Weg hin, gucken uns das mal an. Jetzt gerade eben sind wir nochmal zum Thorn Beach gefahren. Also stehen hier auch gerade, haben nochmal den letzten Wasserkanister voll gemacht. Und haben, also heute ist uns aufgefallen, dass hier überall Krokodilschilder sind, also dass man nicht schwimmen gehen sollte. Das ist uns, glaube ich, gestern oder vorgestern war das, ist uns das nicht aufgefallen. Ist auch ein bisschen krass, weil das Wetter ist richtig gut. Wir haben es jetzt gerade 30 Grad und der Strand ist einfach komplett verlassen. Also hier hinter uns am Spielplatz sind halt die ganzen Eltern mit ihren Kindern und spielen da. Aber der Strand an sich ist eigentlich fast komplett verlassen. Auf jeden Fall werden wir jetzt gleich zu Dominos fahren. Müssen wir uns einfach gönnen. Und dann werden wir noch einen Kanister wieder voll machen und fahren dann Richtung Kununura oder so hoch. Das ist noch ganz weit weg. Auf dem Weg, das haben wir gleich schon ein paar Mal gesagt, gibt es halt viel zu sehen, aber wir werden uns halt nicht alles angucken können, weil wir das, also wir können es mit unserem Auto machen, aber wollen nicht irgendwie riskieren, dass wir abgeschleppt werden müssen oder dass irgendwas kaputt geht. Wenn wir es halt nicht machen, dann haben wir halt nochmal einen Grund, nochmal nach Australien zu kommen. Also wir waren jetzt nicht bei Dominos oder beziehungsweise waren doch bei Dominos, wollten online bestellen, weil das Angebot geht ja nur online und haben dann festgestellt, dass es für Boom anscheinend nicht gilt. Zufällig genau für Groom, so wie irgendwie immer bei uns alles ist. Ja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir haben dann noch ein paar Chips bei Coles gekauft, weil die mal wieder richtig günstig waren. Aber gleich auf Vorrat eingekauft. Sind jetzt bei der nächsten oder beim nächsten Campingplatz angekommen, der auch Toiletten hat. Das ist eigentlich immer relativ wichtig, dass der Toiletten hat. Und kochen uns jetzt wieder Zucchini-Nudeln, weil es einfach mega lecker schmeckt. Ne? Und einfach ist und schnell geht und schon dunkel wird. Ja, also Scheiße. Die Kamera zeigt das gar nicht so krass. Also hier ist schon mega dunkel. Weiß nicht. Im Bild sieht es halt nicht so dunkel aus. Morgen werden wir uns dann halt das angucken, was wir uns vorgenommen haben. Mal gucken, ob das alles so klappt, aber das sehen wir dann alles morgen. Und eventuell sehen wir morgen Krokodile. Ja. Eventuell sehen wir dann morgen zum ersten Mal Krokodile. Also sind wir mal gespannt. Also, was ich noch sagen wollte zu Boom. Boom hat übrigens einen internationalen Flughafen. Das hätten wir auch vorher nicht gedacht, weil die Stadt extrem klein ist. Das heißt extrem klein, aber ich weiß nicht, wie viele Leute da leben. Also es ist auf jeden Fall nicht groß. Und nicht groß als Jordan oder so. Ja. Und hat einen internationalen Flughafen. Also von da aus kann man auf jeden Fall auch nach Bali oder so fliegen. Wussten wir vorher nicht. Weil wir haben uns gewundert, immer als wir von der Stadt waren, sind halt richtig große Flugzeuge an uns vorbeigeflogen. Oder haben wir vom... an uns direkt vorbeigeflogen. Also konnten wir vom Boden aus beobachten und hätten wir jetzt nicht so gedacht. Ja, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und wir würden uns sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Video.